Einen wunderschönen guten Abend. Es ist, wir lachen hier schon die ganze Zeit, deswegen ist es ein bisschen schwer für mich ernst zu bleiben. Darf hier alle begrüßen, genau, im Namen von uns zum Beispiel, also der Kegon AG, aber der Peter ist auch dabei von der Seibert Media. Hallo. Der Manuel ist dabei, auch Kegon, Kollege von mir. Und der Michele Lanzinger, haben wir ganz besonders dran gearbeitet, dass der heute dabei ist, weil der ist super international und es geht echt an den Corporation. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, kann der erzählen, muss er dann auch. Haha. Genau. Und wir würden ganz kurz vielleicht, wie wir vorgehen Bist wollen. gemutet? Ich bin nicht gemutet, Nein. oder? Nein. Bist gemutet? Genau. Ich bin schon offen, aber über einen anderen Kanal. Okay, machen wir weiter. Ich wollte ganz kurz erklären, wie das heute Abend läuft. Ihr müsstet eigentlich einen Livestream sehen und wir werden versuchen, die erste halbe Stunde ein Miro-Board zu teilen. Das müsstet ihr eigentlich auch schon sehen. Seht ihr das, Miro-Board? Seht ihr, ne? Genau, da ist ein Miro-Board. Das würden wir ein bisschen benutzen und die erste halbe Stunde da ein bisschen durchgehen und euch erklären, was so die Neuerungen sind, die Neuigkeiten sind. Und da das ja hier eine Netzwerkveranstaltung ist, haben wir uns gedacht, dann hören wir mit Klugscheißern auf und dann könnt ihr so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Ihr könnt schon während der Videoaufzeichnung, wo wir ein bisschen was erzählen, einfach den Chat nehmen und da Fragen stellen. Die Idee ist einfach Name und ein, zwei Stichworte. Also keine langen Fragen, sondern Für einfach uns nur bitte für Stichworte. mich. Kurt ist im YouTube-Stream zu hören. Also da muss man halt in den YouTube-Kanal, da ist im Chat ein Link geteilt, ja, und da erzählt jetzt gerade einiges. Genau. Und da würden auch alle anderen jetzt gleich weitererzählen, wenn wir anfangen, über die Business Agilität zu reden. Und da hätte ich jetzt einfach mal gedacht, das müsstet ihr jetzt sehen, das Big Picture die ganze Zeit schon. Und wenn man da unten rechts hinguckt, dann sieht man, da steht da 5-1. Und das hat uns dazu bewogen, das gibt es seit letzter Woche. Das hat uns dazu bewogen zu sagen, die Nuller-Version ist weg. Es gibt die ersten Erfahrungen mit dem Begriff Business Agility. Das steht da ganz oben. Und deswegen würden wir da gerne mal ein bisschen drüber reden. Und da würden wir die erste halbe Stunde jetzt mal mit verbringen. Und vielleicht fängt einer meiner lieben Kollegen einfach mal an, mit einem bestimmten Thema. Wer mag? Also ich kann mal anfangen. Könnt ihr mich hören? Sehr gut. So, Test ist auch, Audiotest ist auch durch. Also natürlich, was jetzt sich geändert hat in dieser Update 5.1, ist die Big Picture, die sogenannte Big Picture, was ihr jetzt da sieht. Aber es gibt auch andere Updates. Also es geht darum, ein paar Artikel sind jetzt neu geschrieben worden, darüber reden wir auch später kurz und noch interessanter wahrscheinlich, schon ein paar Kurse wurden aktualisiert, also Implementing Safe, Leading Safe, LPM, so Lean Portfolio Management und Safe for Teams. Und dann natürlich kommen andere in den nächsten Wochen, Monate. Und dann aber ganz spannend, gibt es auch ganz viele Updates in den Toolkits, also für diejenigen, die jetzt in den Call sind und SPC sind. Auch mal eine gute Nachricht. Also da gibt es nicht nur das neue, beziehungsweise schon im Dezember rausgekommen, Toolkit für die Teamebene, sondern auch die anderen Toolkits wurden aktualisiert, also zum Beispiel der LPM. Aber vielleicht mal, um den Impuls zu geben, womit fangen wir mal an? Also ich glaube, der Kurt hat jetzt über Business Agility gesprochen und da oben seht ihr auch mal ganz neu, auch wenn jetzt nicht so neu ist, für diejenigen, die sich mit dem Thema Safe beschäftigt haben die letzten Jahre. Aber der Operational Value Stream hat endlich mal einen Platz auf dem Big Picture. Ne? Und jetzt natürlich steht immer die Frage im Raum, ja, was ist eigentlich ein Operational Value Stream? Und auch wenn ich jetzt die Frage auch weiter an meine Kollegen später geben würde, einfach mal ein Beispiel aus meinem eigenes Leben, Erfahrung. Also ich habe jetzt vor meine Scaled Agile Zeit, die jetzt nicht so lange ist, ich habe für ein Großpharma Unternehmen gearbeitet
die sich auch mit dem Thema Safe natürlich beschäftigt hat. Und ich war als LACE-Mitglied mit der Transformation beschäftigt. Und da gab es immer die, ja, die Schwierigkeit, was ist jetzt ein Operational Value Stream? Und da wir eigentlich die Firma immer noch, ich nicht mehr mit Thema Apotheken gearbeitet hat, habe ich immer das erklärt. Also stellt euch vor, ein Operational Value Stream ist für uns, also damals für uns, ein Kunde, der jetzt in eine Apotheke reinkommt und irgendwas kaufen möchte, egal jetzt, ob ein Medikament ist, der braucht mal ein Rezept oder eben OTC-Produkte, da braucht man kein Rezept. Und alle Steps, die, sage ich mal, zwischen der Kunde ist an einem Produkt interessiert, weil vielleicht eine Werbung gesehen hat oder weil vielleicht im Internet was geguckt hat oder vielleicht war er beim Arzt oder vielleicht mit Freunden am Bier trinken und hat einfach mal eine Idee mitgenommen, bis dann er zur Apotheke kommt. Also dieser Operational Value Stream fängt wahrscheinlich schon vorher an, bis er dann das OTC-Produkt gekauft hat und das Geld auf der Bank gelegt hat. Also das ist dann Operational Value Stream, ohne jetzt in viele Details reinzugehen. Und das haben sogar unsere Business-Leute verstanden, weil manchmal ist es eben die Schwierigkeit bei Safe-Transformationen, also die IT-Leute abzuholen, schon mal schwierig manchmal, aber Business-Leute ist noch mal ein Stück schwieriger. Und ich glaube, es geht einfach mal darum, die richtige Geschichte zu finden. Und bei Operational Value Stream, so wie auch bei Development Value Stream, es geht auch eigentlich sehr viel um Geschichten, ne? Da würde ich mal, wenn ich darf, Michele, mal an deine Geschichte connecten. Ja, also wenn wir den Apotheker haben, der den Kunden bedient, also seinen Value Stream, wo er Geld verdient, dann hat er ja eine Kasse und ein Warenwirtschaftssystem und diese ganzen Dinge hinten dran, die er ja braucht, um sein Geschäft zu machen. Dann wären wir bei diesen Development Value Streams, also die wir intern brauchen, um die Tools zu haben, also meist Software und Hardware und Cloud und was auch immer. Ja, und das Schöne, was ich finde, im alten Big Picture gab es auch schon Development Value Streams, die haben aber so ins Nichts gezeigt, wenn wir nach rechts gucken. Ja, also Development Value Streams produzieren was und die produzieren jetzt wirklich was, das sind nämlich diese lustigen Päckchen. Ja, also es gibt jetzt, da kommt jetzt wirklich was raus. Ja, früher gab es auch Trains und Sachen, da wurden unten Päckchen produziert, aber oben irgendwie nicht. Ja, und jetzt kommen die Päckchen oben raus. Das heißt, der Manager oben, der so einen Development Value Stream finanziert, und da reden wir ja schon mal von größeren Summen, also wenn du so ein paar Trains hast, Solution Trains, ja, der kriegt jetzt Päckchen zurück. Das finde ich jetzt schön. Ja, ich gebe Geld aus, ja, und ich kriege jetzt Päckchen zurück. Das finde ich jetzt eine schöne Visualisierung. Ja, da stehen noch so KPIs nebendran. Da bin ich immer nicht so Freund davon. Das klingt immer so nach Excel, aber bevor ich Excel ausfülle, kriege ich ein Päckchen. Das finde ich sehr schön. Aber auf jeden Fall ist besser als vorher, weil vorher ich selber vielmals die Aussage gehört, ja, also Safe produziert KPIs und ein paar hier. Genau. Jetzt ist nicht mehr der Fall. Den finde ich sehr gut. Darf ich dann nochmal draufflugscheißen und eine Zusammenfassung machen von euch beiden? Sehr gut, ja. Also der Operational Value Stream, da wird Geld verdient. Ganz einfach. Order to Cash, der Development Value Stream, da wird Geld ausgegeben. Hoffnungsfroherweise für Lösungen, die es erlauben, dass der Operational Value Stream entweder besser funktioniert oder dann werden gleich die Produkte gebaut, die dann da oben verkauft werden. Ja? Also beides möglich. Und das ist so in etwa eine sehr vereinfachte Sicht der Dinge. Was aber jetzt cool ist, dass wir das beides mal verankert haben und das wird zum Thema Business Agility, das mal ein bisschen sauberer erläutern. Da gibt es auch wunderschönen Artikel hinten dran, hinter Operational Value Stream, Entschuldigung. Also hilft da mal drauf zu klickern, wenn man wirklich Business Agility machen will. Und da würde ich gerne eigentlich von da aus mal woanders hinspringen, weil Business Agility, haben wir ja gesagt. Und ich gehe mal von ganz oben nach ganz unten. Und was auch passiert ist, ihr seht da unten dieses Thema Agile Teams. Und in der 5.0er-Version hat man ja schon mal gesagt, da gibt es jetzt nicht nur die Techies, da gibt es nicht nur Entwickler, sondern da gibt es noch andere Typen. Hat man erstmal 4 Stück erfunden. Das war ein bisschen verbos, so Operations und was weiß ich, Support und Business und Technology. Und jetzt hat man gesagt, lass uns mal das reduzieren auf 2 Grundtypen. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Move, weil diese beiden Typen haben Gemeinsamkeiten und diese haben natürlich auch Unterschiede. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich bin im Business, dann ist wahrscheinlich mit XP und Test-Driven Development und so eher nicht so. Ne? Oder Pair-Programming muss man dann schon mal übersetzen nach Pair-Working. Ja, aber
da gibt es Ähnlichkeiten und da gibt es Abgegrenztheiten. Und das wird hier unten jetzt mal so richtig schön intensiv auseinandergenommen. Und das finde ich. Kurz, da habe ich ja eine andere These. Es wäre eine Frage an Michele und dann kann Peter was zu sagen. Ich glaube, das ist ein Trick. Ich glaube, das echt ist ein Trick, weil du hast in Safe immer die blauen und die roten. Es gibt immer die blauen Business und die roten Technik. Überall sehen wir, ja. Und ja, das gibt es da unten auch. Nur es ist noch kein Blau und kein Rot. Michele, wird das irgendwann blau und rot auch? Also kriegen die Business-Leute so einen blauen Strich irgendwie mal bald? Nee, glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht. Das Thema ist aber sehr interessant, weil, also einfach ohne jetzt in Detail zu gehen, weil sonst reicht die 15 Minuten, die wir noch haben, gar nicht. Aber ich finde immer sehr spannend, wie zum Beispiel das Thema oder wie mit dem Thema Qualität gegangen wird. Nee, weil es ist natürlich einfach, sage ich jetzt mal, die Qualität von einem Stück Software oder sogar von einem Auto oder was auch immer für irgendein Produkt zu messen. Aber wenn wir jetzt über Business reden, ne, also wahrscheinlich ist ein Finanzteam einfach mal nur am Excel produzieren oder diejenige, die jetzt TBM im Einsatz haben mit Aptio-Systeme, vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber wie misst du dann jetzt die Qualität von Excel oder in PowerPoint? Ne? Und da gibt es die ewige Diskussion, die habe ich auch mehrmals bei meinem alten Arbeitgeber gehabt. Wie sehen die Definition of Done eigentlich aus? Ne? Bei dem technischen Team, wo auch vielleicht Business-Leute drin sind, ist es einfach. Aber in den reinen Business-Teams, die sich auch heutzutage mit dem Safe-Thema auseinandersetzen, weil die dann die Art und Weise, diese neue Art der Arbeit, Organisation, Selbstorganisation sehen, die haben schon ein Problem damit, weil die sagen, ja, wie sollen dann unsere DOD eigentlich aussehen? Das finde ich eigentlich spannend. Was ich ganz interessant noch finde, ist, dass halt eben diese Zweiteilung halt eben jetzt auch noch mit diesem harten Strich dazwischen, Business Technology, so von wegen Alignment und wir gehen alle an einem Strang, dass das im Moment zumindest mir eher so klar getrennt wird voneinander, dass man schon sagt, okay, irgendwie müsst ihr zusammen, aber dass da so, wie man das bei anderen Sachen gemacht hat, mit schönen Schleifen und so weiter, wo das eine in das andere führt, finde ich, arbeitet man hier jetzt gerade sehr trennend eher. Du bist aber sehr genau als Deutscher. Ja, gut, wenn wir dann noch zwei verschiedene Farben haben. Die überlappen sehr viel besser. Aber nee, es ist eigentlich ein gutes Feedback, das habe ich auch bereit notiert. Sehr gut. Weil da können wir, also wenn ihr Lust, wir können ja noch was Versöhnliches machen, nachdem wir jetzt diesen harten Strich hatten. Ja? Wenn wir mal nach rechts gucken, unter dem Essential, die Solution, der Solution-Kontext, gab es früher ja auch schon. Ja, es war dieses Puzzle-Thema. Die Solution ist das Gut, was ich produziere, mein hochwertiges Päckchen. Und das hat früher immer so reingepasst in Solution-Kontext oder auch nicht so schablonenmäßig. Ne? Und dann, so wenn du halt einen Host im Keller hast und willst halt in die Cloud gehen, dann passt halt der Host nicht so in die Cloud. Das war halt immer so, für mich hat es immer so was Verengendes gehabt, ja. Und jetzt ist die Solution, unser hochwertiges Produkt, eingebettet. Für mich sieht das aus wie so ein Bett, dieser neue Solution-Kontext, ja. Solution liegt so in ihrem Bett. Ja, und passt da so schön rein, finde ich auch so ein schönes Bild, um halt immer zu sagen, die beste Solution hilft dir nichts, wenn der Kontext dazu nicht passt, ja, und den gibt es ja, jetzt tue ich Peter irritieren, den Solution-Kontext gibt es ja auch nochmal mit einem harten Strich, es gibt ja einen Business-Solution-Kontext und den technologischen Solution-Kontext, ja, da haben wir jetzt nur keinen harten Strich, aber ich finde es mit diesem Päckchen in der Wiege, das finde ich echt schön, dass man das jetzt so... Ich finde tatsächlich auch, um mal auch zurück zu den Beispielen mit den Apotheker, das ist genau das, also ich habe auch vielen Leuten, die jetzt mit den neuen Systemen für diese Apothekesysteme beschäftigt waren, ich habe immer wieder gefragt, gibt es auch einen Apotheker im Team? Und manchmal war die Antwort natürlich, nein, wieso? Wir wissen doch, was zu tun ist. Und ich habe dann gefragt, naja, vielleicht schon, aber ich würde mir trotzdem vielleicht so ein Gemba machen und zur Apotheke zu gehen und mal gucken, was macht erstmal derjenige, der unsere Arbeit jetzt hier konsumieren wird. Was für Probleme hat er, ne? Und vielleicht lernt man auch ein bisschen an der Stelle. Ja. Und tatsächlich war so, wir haben das auch gemessen, die Teams, die dann auch echte Apotheker dann drin hatten, also wirklich Leute, die von IT null Ahnung hatten und aber natürlich das ganze Prozedere in der Apotheke kannten, haben auch ein wahnsinniges Mehrwert zum Team gebracht, ne? Weil es war einfach immer wieder dieser Reality-Check und
mit Manuel, wir haben auch bei der Bahn gesehen, ne? Eigentlich dieses diese Business oder wenn ihr wollt, und dann können wir auch die Brücke auf Richtung DevOps bauen. Also DevOps ist es auch das, einfach mal die unterschiedliche Perspektiven, jetzt egal ob Business oder Technology oder ein Mix davon, daraus, ist einfach mal die ganzen Perspektiven zusammenzubringen. Also so wie gesagt, bei der Bahn die Disponenten oder bei der Lufthansa die Piloten. Ne? Also ohne diesen Kontextwissen, wir schießen einfach ins Blaue. Also manchmal haben wir Glück und schießen wir richtig, manchmal, und würde ich sagen, ziemlich oft schießen wir falsch. Aber das kann doch nicht sein, dass Safe sich da so nah ans agile Manifest anlehnt, oder? Ich meine, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Also was ich ja auch ganz schön finde, ist, in diesem Bild ist ja diese Solution viereckig, ne? Also das ist so ein Quader und der Kontext ist schön rund. Es gibt ja ordentlich Reibung im Zweifel. Also wenn die sich jetzt schnell dreht, ja, also ganz ehrlich, also ne, heiße Änderungen willkommen. Also wenn da ordentlich Dynamik drauf ist, dann brauchst du schon einiges, wie ihr gerade geschildert habt. Ne, das wäre dann ganz schön, man hätte einen Apotheker im Train, also wenigstens mal im Train, vielleicht sogar im ein oder anderen Team, wenn man sich das leisten kann. Das wäre schon cool, oder? Genau. Weil wenn wir da nochmal, da bin ich jetzt so, muss ich jetzt ein bisschen sagen, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja, so DevOps gibt's, DevSecOps gibt's, DevBizOps gibt's, DevBizOps, kann es gar nicht mehr sagen, wie es heißt. Ja. Und für mich, also vielleicht bin ich da dann zu alt, ja, für mich war das sowieso immer DevOps, Ende zu Ende. Und da ist natürlich Security drin, da ist natürlich Business drin, da ist alles drin, was du brauchst. Und dass man dem DevOps so diesen SecOps-Bruder so an die Seite stellt, das finde ich jetzt so, ja, ist richtig. Aber der war die ganze Zeit schon da, der Bruder. Vielleicht war es dieses Kellerkind, ne? was es manchmal so gibt. Ja, also finde ich jetzt so ein bisschen, ja, kann man machen, aber fand ich jetzt aber nicht die Rieseninnovation. Das war eigentlich genau die Diskussion, was wir jetzt bei der SAI hatten, weil es gab natürlich diejenigen, die wollten unbedingt DevSecOps haben und die anderen, die gar nicht das wollten. Und man hat versucht, diesen Mittelweg zu gehen, wo wir sagen, also eigentlich das Keyword bleibt immer das gleiche, DevOps, und das ist seit Jahren so. Wir machen einfach nur ein bisschen mehr sichtbar das Thema Security. Gibt es da nicht eine schöne Geschichte, Michele? Weil das ist ja Erfahrungswissen, was von der 5.0 jetzt zur 5.1 da ein bisschen reingegangen ist. Und hattet ihr nicht irgendwie bei der SAI irgendwie einen Tag Denial of Service und danach haben sich dann die SEC-Leute durchgesetzt und gesagt, siehst du es wichtig? Kann auch sein, weiß es jetzt nicht. Aber okay. Aber wichtig ist es dann auch, es wurde auch sehr viel mit der DevOps-Community dann darüber gesprochen und ja. Es ist tatsächlich so, dass dieses Keyword DevOps ist zumindest immer noch das Keyword und es wird weiterhin so sein für, ja, weiß ich nicht, für wie lange. Aber vielleicht können wir mal auf das Thema Tooling, da können wir Peter auch wieder so ein bisschen integrieren, ja. Peter ist ja unsere Tool-Speerspitze oder sowas, ja. Was ja spannend ist, jetzt zoomt Kurt ganz raus weg. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte erstmal auf die Pipeline noch, ja. Diese Pipeline, die wir haben, die ist ja logisch, ja. Irgendwie so Continuous Exploration, Anforderungen. Der Kurt verwirrt jetzt. Ich bin immer noch oben bei der Pipeline, aber alles gut. Ich weiß. Gib mir eine Sekunde. Yeah. Und Continuous Integration, immer schön in die Lösung integrieren, nicht nur einzelne Fragmente bauen und dann irgendwie Continuous Deployment bringst doch auch mal zu deinem Kunden auf die Produktion, ja. Und dann kam ja dieses, was viele Leute nie verstanden haben, dieses Release on Demand. So auf die Produktion bringen heißt ja nicht aktivieren. Das haben ja viele nicht verstanden. Da gab es ja das Bild von der Schere, so höchst gemein. Ja, machst du technische Lösung, schneidest was ab. Ja. Und das, finde ich, haben sie ja schön gemacht. Ja. Release on Demand heißt, ich kann technisch jederzeit releasen. Da warte ich nicht auf ein Iteration-Ende und warte nicht auf ein PI-Ende und warte nicht auf irgendwas, sondern das mache ich so die ganze Zeit. Ja. Und das klebt ja so an dem Train so dran. Und das haben sie ja jetzt unten mehr so zum PI-Planning, zu einer Iteration. Das finde ich jetzt auch mal schön. Ja. Wir sind technisch jederzeit in der Lage zu releasen, Peter. Ne? So immer, also wenn es sein muss. Ja, ich kann tatsächlich dazu sagen, einfach aus der Erfahrung mit Kunden und dass das Thema Releases in den letzten Monaten unglaublich viel mehr Gewicht bekommen hat in den Rückfragen zu den Produkten, wie das halt eben integriert ist, wie man die halt eben abbilden kann. Also das scheint tatsächlich auch hier nicht zuletzt durch euch bei der SAI getrieben, auch stärker in den Fokus zu rücken, dass man das wirklich auch sauber nachhalten kann, weil es natürlich immer eine schöne Idee war mit dem PI, dass man dann irgendwie released halt eben dann danach und so weiter, aber dass das halt eben keine Lösung ist, sondern höchstens eine Zwischenlösung, sondern man hat eben dann released, wenn das halt eben
sinnvoll und wertvoll ist. Das scheint auf jeden Fall angekommen zu sein, würde ich jetzt zumindest mal statistisch belegen können. Ja, also da können wir vielleicht auch noch ein weiteres. Also ich meine, das sind ja diese endlos, wie heißen die, Unity? Infinity Loops. Die Infinity Loops, genau. Also die sind ja quasi aus dem DevOps geklaut. Und ich finde das an Safe ganz schön, dass es ein Eklektizismus ist von Sachen, die man zusammenstöpselt und die dann irgendwie sinnvoll funktionieren. Das ist ja gar nicht so trivial. Und das verändert sich ja auch immer. Also zum Beispiel diese PI-Planning-Nummer hier. Dieser Strich, der war früher viel dicker, der ist jetzt dünner geworden. Das heißt, man betont es nicht mehr so. Das ist zwar für die Planung wichtig und das ist absolut der Heartbeat, alles gut. Aber genau für das Release on Demand und es ist wirklich viel schöner jetzt nochmal dargestellt, dass man hier wirklich ein Continuous Exploration, Integration, Deployment haben möchte und dass das auch in jedem Sprint passieren soll. Ne? Also ganz gut, das ist glaube ich, anders gemeint. Ich glaube, die SAI hat ich glaube, das ist, also da habe ich eine andere Meinung dazu, ja? Überlegt cool. Mal diese PI-Plannings, die wir gemacht haben, vor anderthalb Jahren, im Hotel, richtig cool, 200 Leute, Party, Abend, war richtig teuer, ja, okay. Ist ja jetzt nicht mehr so. Digital, alles billiger geworden und das PI-Planning wird kleiner. Das haben die gewusst. Die haben die an die Zukunft geschaut. Ja. Die Strichstärke war das Budget, das das Unternehmen ausgibt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, man muss einfach nur richtig. Das kann auch sein. Ich finde aber interessant, dass auch diese kontinuierliche, also diese Infinity Loops, dass die auch in parallel, jetzt ist es auch klarer. Es ist jetzt nicht so, dass erstmal mit Continuous Exploration und dann, wenn das fertig ist, dann geht man rüber in Continuous Integration und so weiter, sondern die laufen alle parallel, je nachdem, wo und was wir arbeiten oder drehen. Und ja. Das kann man auch als sehr gute Gelegenheit nutzen, um mal zum nächsten Thema zu springen. Und zwar, auch wenn jetzt, sage ich mal, nicht so sichtbar ist in unserem Big Picture, aber das ganze Thema Teams, was hat sich da geändert? Also wir reden jetzt nicht mehr über Feature-Team oder Component-Team, Components oder Component, sondern wir reden, und das ist auch auf der, weiß jetzt nicht, wer von euch das Buch gelesen hat, diese Team Topologies von Skelton und Pace, gibt es auch ein paar nette Videos dazu, die kann man in YouTube finden, aber tatsächlich finde ich sehr spannend, eigentlich mal wieder hier auf Papier gebracht zu haben, was wir sowieso in unsere tagtägliche Transformation-Erfahrung gesehen haben, ne? Dass nicht alle Teams gleich sind. Es gibt tatsächlich diejenigen, die eher Richtung Value Stream ausgelehnt sind und vielleicht mal wie die alten Feature-Team zu beschreiben wären. Aber es gibt ganz andere Teamtypen dazu, ne? Ich denke zum Beispiel diese Enabling. Ich denke auch mal zurück an, gut, wenn wir System-Teams haben oder sogar DevOps-Teams, ne? Das sind genau die Teams, die jetzt hier auf diesen Grafik als Enabling-Team zu sehen sind. Das sind diejenigen, die natürlich eine bestimmte Mission haben, aber sind um auch andere Teams nicht nur zu unterstützen, siehe System-Teams, sondern auch vielleicht um die zu enablen. Ne? Also ich denke dann wieder an DevOps-Team. Wobei, das ist ein cooler Move, Kurt, ne? Produktentwicklung. Es gibt seit dem Jahr das Buch und das Buch ist echt super, muss man sagen. Und jetzt hat die SAIs ins Produkt integriert. Das ist doch gut. Wenn ein anderer was hat, was gut ist, dann baust du es in dein Produkt ein. Also man muss doch nicht alles immer selber machen. Ja? Genau. Kreative Nutzung von Fremdpotenzial war schon immer sehr, sehr förderlich. Ja, ja, und diese Diskussion, die Michele und ich ja, glaube ich, in jedem Training, bist du Komponententeam, bist du Feature-Team, wie viele Komponententeams hast du dann drin, wie viel Feature, darfst du überhaupt noch ein Komponententeam in deinem Train haben, was machst du, wenn du kein System-Team hast, ja, jetzt haben wir halt so einfach mal mehr Möglichkeiten. Ja, ja, und das mit und ich habe gerade mal ein Bild hochkopiert aus dem Buch, was auf Team-Level ist. Und da gibt es ja verschiedene Team-Typen, also die typischen Feature- und cross-funktionalen Teams, dann gibt es aber auch so coole Sachen wie Enabling-Teams. Und was ich vor allem nochmal ganz geil finde, ist, wenn man so eine Mischung aus Teams hat, dann kann man sich ja fragen, wie sollen die im Training zusammenarbeiten? Ne? Also sollen die kollaborieren? Das ist ja so die typische Nummer, von wegen, die sollen zusammenarbeiten. Also sprich, ich habe irgendwie Lieferungen, aber da gibt es auch sowas wie Software as a Service. Ne? Das heißt, ich mache ein Open-Source-Modell und ein Team stellt vielleicht Sachen, also
zur Verfügung, die die anderen dann benutzen. Das heißt, man kann sich jetzt dann nicht nur Gedanken machen über PI-Planning, Zulieferung von Dependencies, sondern vielleicht auch mal Know-how-Transfer. Ja? Also wie ein Team bildet ein anderes aus, damit das nachher autonomer wird. Also lauter coole Sachen, die da aufbauen, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Thema müssen wir noch machen. Das wird jetzt für Peter, glaube ich, eine harte Nuss für euer Backlog, was jetzt gleich kommt. Ja. Wenn man so aufs Big Picture mal so rein, zoom mal so rein kurz, so richtig von Pogel-Perspektive, ja, so Lean Budgets. Ja, Lean Budgets kennen wir. PB. Was ist PB? Ja, weiß keiner. Michele und ich wissen es. PB ist ja nichts Neues. Gibt es seit anderthalb Jahren, glaube ich, ne? Im LPM-Kurs gab es anderthalb Jahren. Ja, ja, also da gibt es immer, also noch, ist noch älter, also da gibt es schon seit den 90er das Thema Partizipatorik. Ja, aber so in Safe richtig, ist jetzt, sage ich mal, erst seit genau, ein paar Jahren. Und das ist ja, also ich weiß nicht, ob wer die Geschichte kennt, ich kann sie ja mit Michele mal kurz erzählen, weil die Geschichte ist mega cool, das Konzept ist mega cool. Ich glaube, der Peter kriegt graue Haare, aber gleich, wenn er das ins Tool einbauen muss. Ja. Ich habe meine schon abgeworfen. Damit aber ich würde mal die Geschichte ganz kurz mit Michele erzählen, weil die ist einfach der Hammer, ja. Ihr habt diese Development Value Streams, ihr seid Teammitglied in so einem Development Value Stream. Oder Scrum Master so, dann braucht ihr ja Geld von jemand. Ihr kostet leider Geld. Es tut weh, aber Menschen kosten Geld. Ja. Und dann entscheiden da immer irgendwelche Leute drüber und dann hast du halt noch einen Job oder hast halt keinen mehr. Je nachdem, in welchem Trend du bist und wie gut dein Development Value Stream so da. Ja. Und es ist ja ein bisschen unfair, ja. Du machst gute Arbeit, du baust gute Päckchen, ja, und dann entscheidet irgendjemand über dich. Ja, und bei Participatory Budgeting, Michele, das machen wir ja anders mit diesem Entscheiden. Ne? Da entscheidet ja nicht mehr der oben, entscheidet ja ein anderer jetzt, ne? Also so würde ich jetzt... genau. Vorsicht, der Manu ist ein Sozi, muss jetzt anders machen. Es ist eigentlich, so würde ich zumindest formulieren, das ist auch eine zusätzliche Perspektive, die reingenommen wird. Das heißt jetzt nicht, dass genau so auch implementiert wird. Und es ist natürlich so wie immer gefährlich, wie du dann mit dieser Waffe umgeht, ne? Weil das kann auch sehr gefährlich sein, wo du sagst, wir machen jetzt Participatory Budgeting, wir interessieren uns, so ist dann die Message an eure Meinung. Und was du dann aber machst mit dem Takeaways, dann wird dann die Success oder Not Success von dieser Aktion, weil wenn du dann sagst, nee, mir interessiert eigentlich nicht, ich mache so, wie ich möchte, dann wird es schwierig, die zweite Runde Participatory Budgeting zu organisieren. Ne? Und das haben wir, gut, es gibt auch nicht so viele Unternehmen, das wissen wir auch, die weltweit das entwickelt haben. Das ist teilweise sehr präsent in öffentlichen Organisationen, also No-Profit oder auch Gemeinde und so weiter. Aber viele Unternehmen gibt es natürlich nicht, die das bis jetzt implementiert haben, aber es ist tatsächlich auch eine sehr gefährliche Sache, ne? Und es ist auch nicht so, es ist einfach zu implementieren, im Sinne durchzuführen, aber es ist nicht so einfach, wie geht man dann damit um? Ne? Weil es ist einfach mal die Pandora-Dings zu öffnen. Hm? Vielleicht, wir haben jetzt fast die halbe Stunde rum mit den Startschwierigkeiten. Wenn das für euch in Ordnung ist, dann würde ich das Participatory Budgeting noch nehmen, um eine Klammer zuzumachen, dann springen wir raus. Ist das okay? Sollen wir das so machen? Und dann eröffnen wir einfach mal die Diskussion. Also vielleicht das noch abzuschließen, nochmal von meiner Seite, Participatory Budgeting, was passiert da? Naja, da hole ich mir halt, das ist ein Big Room Planning, ich hole mir Tische, setze da aus allen Trains Mitarbeiter dran, bunt gemischt, cross-funktional, der Peter ist gleich dran, und dann lasse ich die mir Feedback geben auf meinen Budgetplan. Und damit kann ich natürlich machen, was ich will mit dem Feedback. Aber Vorsicht, wenn das Feedback den Budgetplan unterstützt, dann ist das eine coole Nummer, weil dann gebe ich jetzt Vollgas. Dann habe ich kein Problem. Wenn das nicht so gut unterstützt, dann habe ich eine Kommunikationsmöglichkeit. Weil dann weiß ich, dann muss ich nicht warten, bis es unten ankommt und die unten bocken und sagen, ich habe aber keinen Bock auf sowas und ich will das nicht und entlassen werden die sowieso gar nicht. Sondern du kriegst halt früh auf der Top-Management-Ebene ein Feedback, was deine Leute darüber denken, was du jetzt gerade vorhast. Und das kann man so und so benutzen. Deswegen ist es halt ein super Nummer, es ist ein Fast-Feedback. Noch bevor ich das Geld investiere, kriege ich schon eine Antwort darauf, ob das
von meiner Mannschaft als klug angesehen wird. Und das ist natürlich in Government, in Städten, wo ich ja Wähler habe, vielleicht auch ganz klug, wenn ich als Bürgermeister wiedergewählt werden möchte, oder? Soweit. Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, Klammer zu, oder? Peter, du wolltest noch was sagen, komm mal. Ja, genau, aber der Manu hat eben meine grau werdenden Haare angesprochen. Also tatsächlich, glaube ich, weil du hast nämlich gerade ein wichtiges Wort gesagt, nämlich, das ist ein Big Room Planning. Ja, schön, aber es ist halt eben auch Corona und man hat daraus natürlich auch gelernt, dass unter Umständen die Leute, die sonst im Big Room man vielleicht eingeladen hätte, eben nicht die Kickparty machen können. Ja, sehr gut. Irgendwie viel günstiger ja da bleiben können, wo sie sind. Und da sind die leuchtenden Augen von einem Toolhersteller. Ja, aber da stelle ich mir gerade die Frage, damit die Haare nicht so grau werden, wie ich das gerade habe. Was wird da tatsächlich auch von einem Tool erwartet, beziehungsweise wie restriktiv ist so ein Participatory Budgeting? Ist das nicht einfach erstmal ein Mindset, dass ich halt eben mir Meinungen einhole, um mir halt eben die Budgetentscheidungen zu erleichtern aus dem gesamten Unternehmen? Muss ich dazu halt eben wirklich diesen Rahmen wählen? Muss das genau dieses Format haben? Das sind so Dinge, die würden mich dann auch im Nachgang vielleicht sehr interessieren. A, wie ihr das halt eben seht aus der Praxis, aber wie halt eben auch unsere Teilnehmer heute das sehen, ob sowas überhaupt implementierungswürdig ist und wenn ja, wie. Also da, glaube ich, ja, könnte man sich graue Haare wachsen lassen und das wäre sicherlich sehr interessant, wie man das toolseitig gerne abbilden möchte, weil was bringt mir das mit den schönen Big Room Plannings, wenn sie halt nicht stattfinden können oder nicht mehr stattfinden werden, weil sie halt eben Geld kosten. Okay, ja, genau. Gut. So, soweit wären wir hier. Ich glaube, der Plan ist jetzt, Jenny, dass wir jetzt alle rübergehen in den großen Raum, den hier verlassen. Und dann geht es los mit euren Fragen. Ich würde dann drüben auch wieder versuchen, das Big Picture zu sharen. Und dann können wir da ja gemeinsam mal gucken, dass wir ein bisschen ins Reden kommen. Also Jenny, einfach mal nur auf oder wo müssen wir dann draufklicken? Einfach den Link für uns, den Link, wo es weitergeht in den Chat und dann müssen wir nur klicken. Danke dir. Das lieb quasi. Danke, Jen. Und wir gehen dann hier raus, ne? Genau, also der Link ist auch im YouTube-Chat nochmal. Jeder, der es bei YouTube zuschaut, sollte mal rechts in die Chatleiste gucken. Da ist ganz unten der Link zu dem Google Meet, in dem wir uns jetzt alle dann anschließend einfinden werden, um eure Fragen zu beantworten und mit euch in die Diskussion zu gehen. Das wird dann auch so eine knappe Stunde dauern, solange wie ihr Lust und Laune habt. Und dann sehen wir uns also gleich dort drüben. Hoffen wir, dass das so hinaus. Genau, dann gehe ich jetzt hier auch raus und tschüss. Ja. Und tschüss. Vielen, vielen Dank, Jenny.